alle Greenpeace-Freunde, Fans, Fördermitglieder und Funktionäre, bitte mal ganz schnell Augen zu. Ja, schließt die Augen. Ich weiß, YouTube, Video, Format, okay, Bild ist durchaus wichtig für den Informationsgehalt. Trotzdem, ihr kommt einfach durch die nächsten Minuten nicht durch, wenn ihr euch das hier anschaut. Denn eigentlich seid ihr doch dafür, denke ich mal, alle Greenpeace-Freunde, dass man die Großlebewesen im Meer, dass man die schützt, die Wale beispielsweise. Das sollte doch eigentlich auch für Kraken gelten. Oder was ist das eigentlich für eine Spezies, Christian, diese Kraken? Ja, das ist irgendeine indigene Spezies dieses Planeten, aber in dem Fall, wo Kraken anfangen, unsere Handelskarawanen aufzufressen, da hört der Spaß auf. Da wird natürlich zurückgeschossen. Da kann auch Umweltschutzpolitik und alles da. Nee, also das lassen wir nicht durchgehen. Eine indigene Spezies, kann das sein, dass du über die so redest, als ob das so eine Mischung wäre aus Tieren und Humanoiden? Ja, die leben hier so als Eingeborte. Als Eingeborte, die Bohren, das sind doch die Bohrwürmer, die riesengroßen Würmer, das sind, glaube ich, Eingeborte. Und jetzt haben wir uns total verzettelt, also diese Kraken hier müssen die weg. Ja, ich weiß, mit solchen Sprachglaubereien wirklich auch immer ein bisschen verbohrt, das ist mir selbst peinlich. Muss auf jeden Fall weg, wenn wir draufschießen. Herzlich willkommen zu Beyond Earth, Civilization Beyond Earth und zu dieser obskuren Let's Play Together-Reihe, die Christian Weigel und ich gemeinsam hier machen. Was tun? Miasmischer Repulsor ist startbereit. Coole Einheit. Coole Einheit, schöner Satellit. Brauchen wir natürlich, um unsere Umgegend ein bisschen sauber zu halten von Miasma und anderen Ferkeleien. Wo platzieren wir denn? Wo hättest du gerne noch mehr Miasma entfernt? Tatsächlich im Norden bei unserer neuen Basis. Oh, dann gehen wir gleich mal da hinten gucken. Hier, bei Zaira, meinst du? Ja, können wir da schon was losschießen? Oder haben wir da noch keinen orbitalen Abdeckungsbereich? Nee, noch nicht. Nee, geht noch nicht. Schon wieder was dazugelernt. Dann eben, ja, im Bereich unserer Hauptstadt, da ist doch auch genug Miasma, das muss auch weg. Ich muss leider jedes Mal ja neu starten, weil ich im Fenstermodus spiele und das sonst das Schwierigkeiten habe, hier die Spielwelt hin und her zu bewegen. Ich bin ja nicht der liebe Gott, der die Planetenkugel hier beliebig nach links oder rechts drehen kann, sondern nur ein kleiner Let's Player, dem lediglich die Maus zur Verfügung steht und kein göttlicher Zeigefinger. Hast du einen göttlichen Zeigefinger? Ich habe einen göttlichen Mittelfinger. Die Anspielung habe ich verstanden. Okay, wohin damit? Eins nach Norden noch und dann ist gut. Zwei nach Norden. Ich möchte diese beiden Felder da am Fluss. Hier. Da, genau. Eins runter noch. Eins runter? Hier? Da? Eins dort. Rechts? Eins rechts? Ja, so ist perfekt. Okay. Genau. Da ist er. Plötsch. Ist das schon unser erster? Nee, wir hatten schon mal so einen. Ich glaube, das ist unser zweiter tatsächlich. Jungfernflug in den Orbit. Ja, die sind relativ kostengünstig, diese Anti-Miasma-Satelliten. Und immer wenn ich nichts zu tun habe, dann wird mal so einer gebaut und. Kosten allerdings Unterhalt. 2 Energie pro Runde. Allerdings deaktivieren die sich ja auch wieder von alleine. Das heißt, es ist nicht schlimm, mit denen Geld aus dem Fenster zu werfen, weil das zum einen nicht lange dauert und weil es zum anderen kein Geld ist, sondern nur Energie. Genau, Energie ist ja Schall und Rauch, kostet ja nichts. Das ist ja nur irgendwie die Ladeanzeige auf der Batterie. Alles klar. Okay. Bautrupp, wohin damit? Schwebstein können wir noch nicht anschließen, aber wir können hier weitere Farmen bauen. Ach ja. Wie ländlich, wie idyllisch. Weitere Farmen. Das ist das erste Let's Play, bei dem ich am liebsten ohne Unterlass von einer Minute zur anderen eine Mistforke in der Hand hätte. Plantage ist ja schon gebaut. Sollen wir hier noch mehr bauen? Einfach hier Plantagen bauen, Plantagen, Plantagen. Oh. Pardon, noch Farmen, eine, Farmen, Farmen. Noch eine Farm, ja, wir haben ja dieses Weltwunder in Madeira, das alle Farmen noch ergiebiger werden lässt. Von daher, warum denn nicht? Ja. Außerdem. Apropos Farmen, was hast du eigentlich, damit du so gut redselig bist, an Pharmazeutika eingeworfen vor Beginn dieses Let's Plays? Ich habe tatsächlich heute keine Pharmazeutika eingeworfen. Ich habe einfach auf mein Ritalin verzichtet und auf mein Propofol. Und deswegen bin ich heute so redselig aufgedreht und quirlig wie immer. Wunderbar. Affinität Vorherrschaft sind wir jetzt ein Schrittchen weitergekommen, bekommen noch mehr Energie durch geothermale Brunnen, die wir noch gar nicht gebaut haben und ist alles egal. Das Entscheidende ist hier Vorherrschaft und das bringt uns Energie. Wir sparen Energie dadurch. Ja genau, dadurch kosten nämlich unsere Straßenverbindungen nichts. Noch nicht, wir sind immer noch bei Stufe 2. Es hat nicht gereicht. Ah, das liegt daran, dass nicht automatisch jede Forschung mit einem mit einer Affinität dran auch tatsächlich immer einen Schritt bringt, sondern es gibt auch Pünktchen. Mhm. Na gut. Unsere ganze Berechnung in die Binsen gegangen. Naja. So ist es.
Was bauen wir als nächstes? Was erforschen wir als nächstes? Entschuldige bitte. Wir nehmen trotzdem was für Reinheit. Ich bin ja für Biochemie wegen dieser Wasserraffinerie. Jetzt haben wir schon wieder eine... Wir haben zwei Küstenstädte mittlerweile. Die dritte erzeugen wir gerade aus einem Außenposten. Und dieses Gebäude Wasserraffinerie, das ist doch richtig cool. Das stimmt zwar, aber dann mach doch lieber Biologie links oben. Da kriegt man nämlich für die Algenvorkommen dann eine Biotreibstoffanlage. Und die bringt richtig Energie für Algen. Und wir bekommen das Zuchtlabor, können auf unseren Feldern ein Wohndom bauen und können unten runter dann noch auf vertikale Landwirtschaft umsteigen. Das gefällt dir doch bestimmt. Oh, das ist cool. Wir wollen Farmen ohne Ende haben. Das ist sehr, sehr cool. Und Affinität, da wollen wir auch hin. Aber bei der Biologie, dieses Zuchtlabor können wir nur bauen mit Stufe 4 Harmonie. Und Harmonie ist uns beiden Streithähnen ja völlig Schnuppe. Was übrig bleibt hier als interessanter Bonus ist diese Biostoff-Treibstoffanlage. Aber also ich würde gerne, wenn es dir recht ist, erstmal auf Biochemie, dann auf Biologie und dann hier. Jo, okay, dann peil's aber bitte ein mit Schiff, dass wir es nicht vergessen. Ah, na gut. So? So, ja. Mhm. Zurück zur Karte. Und Produktion wählen in Mandira. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Auch hier haben wir keinen Ultraschallzaun. Mhm. Jetzt sag nicht, du möchtest schon wieder einen miasmischen Rapulsa, dann würde ich aber... Ich will den Kolonist, ich will... Oder... Ja, doch, ich will entweder noch einen Bautrupp, den hochschicken und schon mal den Außenposten anschließen und mit Straßen anschließen oder Geländemodernisierung da bauen oder noch eine Stadt irgendwo bauen. Städte. Also na gut, dann Reihenfolge Bautrupp, Kolonist, Ultraschallzaun. Bautrupp, Kolonist als nächstes. Ultraschallzaun, gucken wir da. Haben wir eigentlich schon überhaupt irgendwo einen Ultraschallzaun? Nee, wir haben nämlich noch nirgendwo einen. Den brauchen wir doch für diese Quest. Ja, eben, deswegen wollte ich ihn doch hier mal irgendwie bauen. Ja, der kommt dann da oben. Erklär den Zuschauern doch mal, was es für eine Quest ist. Wie bei jedem Gebäude gibt es ja eine Aufrüst- und Verbesserungsquest, auch für den Ultraschallzaun. Und da kann man sich dann aussuchen, ob der dann anstatt zwei die Aliens in drei Feldern um jede Stadt herum sicher fernhält. Oder man kann die Abwehrwirkung auf die eigenen Handelskarawanen ausweiten. Dann kann nie wieder eine Handelskarawane von einem Alien gefressen werden. Das ist total mächtig. Das finde ich auch sehr, sehr mächtig. Warum haben wir hier zwei untätige Geheimagenten? Wir haben doch... Weil die jetzt... Alles klar. Hm. Die sind angekommen und die wählen jetzt ihre Operationen aus. Ja. Ich würde gerne den Ort hier anzeigen lassen. Da ist er. Klick auf Harati. Auf den Rekruten. Er oder sie. Ist das Männchen oder Weibchen? Oder ist das Harati? Nee, das ist geheim, das darfst du nicht wissen. Deswegen bekommen die extra Namen zugewiesen, die so neutral sind, dass man noch nicht mal das Geschlecht ableiten kann. Ja, aber meinst du denn nicht, ich als Geheimdienstchef oder zumindest als Co-Geheimdienstchef sollte meine Agenten oder Agentinnen in- und auswendig kennen? Nee, das machen andere Leute, das macht die Personalabteilung. Die Agenten sind in dem Fall nur eine Ressource, du musst nicht wissen, ob das eine Er oder eine Sie ist. Oder eine Drohne. Ich würde gerne erstmal ein Netzwerk einrichten, damit wir hier ein bisschen mehr über die Stadt erfahren. Oder bist du schon genug hier? Nee, das würde ich auch gerne wissen. Netzwerk einrichten ist gut. Und hier auch, ne? Ja, das ist eine leichte Übungsaufgabe für die Agenten, das ist doch super. Ja. Haben wir eigentlich irgendeine Art von Agentenquest, die wir durchführen müssen? Ich glaube das nicht. 9 stimmt. Nö, gut. Sag mal, wann gehen wir denn endlich all die Energie aus, die wir hier sinnlos sammeln? Ach so, ja, wir haben aber gar nichts zum Bauen irgendwie. Nichts Sinnvolles, Schönes. Hier oben, wenn Saira erstmal fertig ist. Wann? Oh ja, genau. Ich möchte echt weitere Städte gründen. Ja, dann. Hier. Wo möchtest du denn die nächste Stadt gründen? Ich mach mal die Ressourcen an. Ertragssymbole. Ja, bitte. Erstmal. Hier irgendwo. Da wäre natürlich. Ach, da wäre ja wunder schnuckelbar. Ja. Wie wäre es denn, Schnuckel, wenn wir hier einen Kolonisten kaufen würden? Nette Entscheidung, ja. Ja, das machen wir. Also, Kauf eines Kolonisten. Oh, Weiter oben. 570. Ach, das kostet doch nichts. Müssten wir dann allerdings durch einen Erkunder oder durch eine Militäreinheit begleiten. Und da müssen wir erstmal eine hinbringen, sonst macht das ja herzlich wenig Sinn. Da ist doch gleich schon ein Marine fertig. Wo ist der denn? Hier bauen wir ein Alien-Reservat. Oder meinst du, dass wir da einen rüberschicken? Oder sollen wir den Erkunder? Entschuldige, welchen meinst du? Den Marine oben links, der auf dem Hügel steht. Den hier? Da. Den Kanonier? Nee, den Marine oben. Hier.
Ja, den. Ach so, den dann runterschicken. Alles klar. Hm? Ach, wir können aber ruhig den Hügelparker hier runternehmen und hier schon mal rüberschicken. Hm? Okay. Und dann können wir, falls, wenn man eine Einheit kauft, hat die dann eigentlich null Bewegungspunkte oder kann die sofort losziehen? Ich weiß, wie wir das rauskriegen könnten, Christian. Bist du noch da? Christian hat mich verlassen. Jetzt bin ich wieder da. Ach, ich fühlte mich so verlassen für einen Moment. Mir brach das Herz, eine Träne quoll aus meinem Augenwinkel. Ganz einfache Erklärung, mein Headset hat gerade verzweifelt gepiepst und meinte, ich brauche Strom. Wir haben noch so viel Energie. Nee, das kommt wahrscheinlich dadurch, dass ich den Kolonisten verkauft habe. Dadurch gab es einen Energieabfall. Bist du wahnsinnig, die Energie meines Headsets über die Kolonie-Energie zu regeln? Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm. Da soll aber noch jemand sagen, Spiele hätten nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ich bin froh, dass mein Rechner hier über den eigenen Notstromgenerator läuft und nicht über unsere Windgeneratoren, von denen wir übrigens, glaube ich, nur einen einzigen gebaut haben. Kein Wunder, dass das hier... Na ja, gut. Hast du eigentlich den Thoriumreaktor auch bei dir in der Wohnung stehen? Nee, der steht auf dem Balkon. Der summt so laut und ich will diese Störgeräusche hier im Hintergrund bei den Aufnahmen vermeiden. Ah ja, das ist in Ordnung. Apropos Energie, ich möchte gerne... Nein. Ich möchte die Geothermie anzapfen im Süden. Das können wir doch jetzt. Oh ja. Also sieht es doch so unschön aus, dass da diese Lavaspalten im Gelände sind und dann verirren sich da immer Wanderer und Touristen rein und das ist doch nichts. Da bauen wir da lieber ein Geothermiekraftwerk drauf, dann will da auch niemand mehr Urlaub machen. Ei. Wie ist das eigentlich hier mit Tourismus auf diesem fremden Planeten? Findet da irgendwas statt? Gibt es irgendwelche Gebäude, die was mit Tourismus zu tun haben? Liebe Zuschauer, falls ihr uns mal besuchen kommen möchtet, ihr seid herzlich eingeladen, müsst auch dafür hier keine Kurgebühren zahlen oder wie heißt das, Kurtaxe oder gar nichts. Klar, ihr müsst natürlich für die Anreise selbst aufkommen. Richtig, und die Rückreise auch. Das könnte schwierig werden. Schon wieder Aliens bei Deepholz gesichtet. Ich bin nicht der Meinung, dass die Zuschauer wieder zurückreisen dürfen. Ich bin für eine Politik der harten Hand und der hohen Mauer. Wir brauchen jeden Kolonisten, den man kriegen kann. Ja, stimmt. Das heißt, gut, dann nehmen wir aber auch nur Touristen an und bekommen nur die Leute ein Visum, deren Skillset uns gefällt. Also ich bin durchaus bereit, erstmal alles zu nehmen, was kommt an Zuschauern, weil zum einen wissen wir ja, wir haben nur Zuschauer auf richtig hohem Niveau. Das ist wirklich hier ein Edelkanal. Das Niveau der Kommentare ist bestens und ich finde dann andererseits, nee, ich hätte vielleicht auch gerne ein paar Leute, die richtig anpacken können. Nicht immer nur diese Schwätzer, die lassen wir beide ja schon, sondern irgendwelche Handwerker oder Ingenieure oder Farmer. Genau, die ganzen Farmen, die wir haben. Da muss doch Landwirtschaft betrieben werden. Farmer oder Pharmaindustrie? Farmer. Beides. Ach so. Schickt uns bitte Fotos eurer schwieligen Hände ein, dann laden wir euch eventuell ein. Also nicht, dass hier wieder nur so Telefonhörer, Desinfizierer und Let's Player angeflogen kommen. Das können wir nicht gebrauchen. Nein. Was hättest du gerne als nächstes? Ach, irgendwas Schönes in Blau oder Lila. Oh Gott, das ist eine Bemerkung, wenn du dich hier gerade top qualifiziert hast. Das ist doch schön. Laborausbildung. Ach so, ich wollte dir das hier vorschlagen, damit wir noch mehr Kultur bekommen. Die hätte ich gerne beide, sowohl Labor als auch Sozialsitten. Also Sozialsitten muss sowieso mal wirklich sein, dass hier nicht irgendwie die Heizkörper oder die Füße auf dem Heizkörper liegen und leere Flaschen rumstehen und sowas. Nein. Dass hier mal ein bisschen Ordnung, Zug und Moral reinkommt. Ganz genau, Adolf, da hast du absolut recht. Und der Bautropier, was machen wir mit dem? Den schicken wir einfach Richtung Norden. Ja, genau. Oder der könnte hier eine Mine errichten. Genau. So übergangsweise mal eine Mine bauen. Dauert ja nur 4 Runden. Kann ja nicht schaden. Achso, schau doch mal übrigens bitte in eine unserer Städte rein. Vielleicht die Hauptstadt, bitte. Kleinen Moment, ich bin erst mit dem Erkunder hier unterwegs. Ah ja, da ist auch wieder Platz zum Anlanden. Sehr schön. Achso, und der Erkunder sollte hier einen Weg machen. Hat er gemacht. Ja, genau, Küstenlinie auf Sicht. Wie wassern und mal rüberschicken. Genau, der ist ja, wir haben ja auch tatsächlich Reinheit einen Punkt, das heißt, der ist gesichert vor gefräßigen See-Aliens. Weißt du, was wir mit dem machen? Wir ziehen den hier rein in der nächsten Runde. Dann in zwei Runden. Genau. Ach, geht nicht, weil der Marine drin sitzt. Auch Erkunder sind militärische Einheiten. Ist ja egal, dann zieht der nachher einmal rein, einmal wieder raus. Ich setze mal eine Runde mit dem aus. Alles klar. Und mit dem Marine ziehen wir. Das war der Escorted Marine, genau. Genau. Kanonier, Moment, hier ist ein Kanonier. Wie schicken wir Land- oder Seeweg? Seeweg.
geht schneller. Geht schneller, aber dann, ja, dann geht das Risiko ein. Lass ihn zu Wasser. Und dann haben wir hier noch den Kanonier. Ach, der kann da draufziehen? Nein. Doch, also, ach, doch, doch, das geht. Das verstehe ich nicht. Doch, das ist eine Zivileinheit und eine Militäreinheit und die können sich stapeln. Also ich kenne das anders, das ist nämlich zwei Schiffe. Siehst du, jetzt geht's nicht. Ja klar, super. Ein Anzeigebug. Ein Anzeigebug? Eventuell wäre es sogar ein Cheat gewesen, dass der eventuell da hätte draufziehen können, dann wäre uns das Programm abgestürzt. Ja, genau. Beziehungsweise eine maritime Kollision hätte es gegeben. Eine maritime Kollision? Mhm. Du klingst wie das Übersetzerbüro, das das Spiel übersetzt hat. Ah! Nee, das war jetzt gemein, entschuldige. Da also echt an der Übersetzung, da kann man, hätte, könnte man vielleicht einiges besser gestalten. Aber vielleicht kritisieren wir beide berufsbedingt, wir sind ja beide Journalisten, auch auf zu hohem Niveau und sitzen auf einem ganz hohen Ross. Und ich denke auch, die armen Übersetzer, ich habe das ja selber mal lange Zeit gemacht, die haben das wirklich nicht leicht. Die kriegen nämlich nicht unbedingt das fertige Spiel zum Übersetzen, sondern die kriegen einfach tabellenweise Begriffe und Sätzchen da so als Kraut und Rüben vorgesetzt und müssen das alles ohne Kontext übersetzen. Hast du es eigentlich mittlerweile hingekriegt, dir von Firaxis oder von 2K so eine hübsche Uniform zuschicken zu lassen? Nee, die wollten das irgendwie, ich glaube, für die Gamescom 2028 wollten sie die als Giveaways dann haben, fertig. Also für mich wäre das echt ein Grund hier, wenn die schon früher fertig liegen würde, doch vielleicht zusammen mit dir, jeder für sich in seinem Heimatort und vor einem Greenscreen sitzend, hier mit zwei Facecams zu arbeiten und diese hübschen Uniformen anzuziehen. Ich denke, irgendwo im Zelt- und Outdoor-Bedarf gibt es bestimmt irgendwas aus diesem, das wird ja bestimmt auch irgendein smartes Material sein. Guck mal, das hat gar keine Knöpfe. Nee. Das hat bestimmt so einen Magnetverschluss vorne. Und das ist aber bestimmt auch total bügelfrei. Und also ich glaube, dieses Hexfeldrasser, das ist extraterrestrische Mode. Das gibt's hier gar nicht auf dem blauen Planeten Erde. Also es ist auf jeden Fall sehr tarneffizient. Titaneffizient? Wollen wir dem drei Titanen geben und dafür einen Gefallen holen? Was denn? Ja, bitte. Einfach nur so. Darum. Ja, damit, einfach wir das, so. Damit wir das mal ausprobieren. Weil er so ein schönes Hemd hat. Und dafür lobt er uns. Mhm. Und er sagt das sogar, sie sind wahrlich ein großer Anführer, fast korrekt. Eigentlich hätten die Übersetzer rein sagen müssen, sie sind wahrlich große Anführer. Denn wir sind ja genau. Zu zweit. Wir hätten wirklich eine Scan-Software noch einbauen müssen, um zu erkunden, wie viele Anführer sind denn jetzt tatsächlich hier an der Macht. Ganz genau. Hutama, guck mal hier. Hutama hat General Vadim Koslow den Krieg erklärt. Hurra! Den ersten Krieg, den wir hier mitbekommen. Großartig. Ja, und schau doch mal bitte, der hat auf diesem östlichen Kontinent hat er einen kleinen Brückenkopf und von dem aus will er das alles aufrollen hier. Will er das hier aufrollen, ja, viel Spaß. Sehr ambitioniert. Und alles durch diesen einen Pass, durch diese hohle Gasse muss er kommen, zwischen diesen Canyons durch. Hier, durch das Miasma, ja. Da ziehen die Einheiten wahrscheinlich treu doof durch und werden dann schon mal geschwächt und werden dann der Reihe nach abgeschossen. Ich hätte gerne einen Schlachtenbummler hier. Der sich lass uns mal ein bisschen, genau, lass uns mal ein bisschen zugucken. Oh, geht leider nicht. Oh, geht leider nicht. Dann, Kampffahrzeuge, die gehen ja sogar von unten rum durch die Miasma und wollen ja den Canyon von Süden näher und dann hier hochziehen. Ein Kampffahrzeug. Du kannst doch an Land gehen. Also vielleicht haben wir den sogar ein bisschen zu früh verspottet. Ach, guck mal, noch eine Stadt. Vielleicht haben wir den sogar zu früh verspottet, den Hutama. Der fällt ja doch einiges auf an Kanonenfutter. Naja, ich glaube, das wird nichts. Also bei aller Liebe, nee. Du wolltest noch warten, bis Saira... Aber sag mal, ist das nicht ein guter, ich setze hier noch eine Runde aus, bis eine volle Stadt drin ist. Aber wäre das nicht ein guter Grund, demnächst mal den Herrn Hutama eventuell einen Besuch abzustatten, wenn er all seine Truppen rüberschickt und wenn hier das Heimatland geschwächt ist, dass er ihm dann mal zeigen, was eine Hake ist, sprich gute Taktik? Eigentlich schon, aber für gute Taktik müssten wir das noch ein bisschen vorbereiten. Wir müssten zum Beispiel hier mal das Miasma großflächig entfernen, dass unsere Truppen da nicht geschwächt werden. Wir bräuchten vorneweg nochmal zwei oder drei Marines und ein bisschen Belagerungsartillerie. Also die eine oder andere Truppe eventuell, um einen Krieg erfolgreich führen zu können, wäre vielleicht keine schlechte Idee, ne? Fang doch nochmal an mit einem miasmischen Repulsor. Bereiten wir das doch mal vor. Cool, wie ich deine Gedanken mittlerweile lesen kann. Mhm. Ich habe nämlich keine Lust, die Armee da durchzuschicken und dann kriegen die da alle diesen Miasma-Keuchhusten. So, das Kanonenboot, nee, das bleibt... Ich wollte die aus der Entfernung schon mal ein bisschen beschießen, darf ich nicht. Wie schnell ist der Krake? Ich glaube, der bewegt sich zwei Felder. Mach's mal, ich glaube, das Kanonenboot verlierst du dann. Ich wollte das in der Stadt sitzen lassen, wenn er sich wieder nähert, dann aus der Stadt mit der Stadt und dem Boot schießen. Das heißt, du bist ein Stadtparker.
Ich möchte das in diesem Fall in der Stadt lassen, das arme Kanonenboot. Hm. Der kommt bestimmt wieder, der ist ja so doof, der fährt ja nur hin und her. Questentscheidung. Organisches Wachstum. Die Angestellten unserer Zellzuchtstation melden eine unglaubliche Entdeckung. Durch das Studium und die Kreuzung der einheimischen Fauna konnten wir ein bioorganisches Gewebe erzeugen, das ihre Zellteilungseigenschaften aufweist. Wenn wir das Gewebe für unsere Produktion verwenden, würden wir wesentlich schneller vorankommen. Da die Herstellung aber leider relativ lange dauert, haben wir nur begrenzte Vorräte und müssen entscheiden, wie wir sie am besten einsetzen. Möglichkeit 1. Gewebe für die Produktion nutzen. Plus 5% Produktion für Militäreinheiten oder plus 1 Produktion für alles. Ja, das ist besser. Das ist viel, viel besser. Das andere ist sehr situationsbedingt. Ja. Ich liebe auch solche Allrounder-Boni, weil ich in der Regel das gar nicht behalte, wenn ich irgendwelche Spezialboni habe. Man spielt eine Partie ja hier beim Let's Play nicht in einem Zug durch, sondern spielt über Wochen. Und ob wenn ich da irgendeine Einheit oder ein Gebäude einen Spezialbonus hat, das geht bei mir doch alles wieder flöten auf meiner inneren Festplatte. Oh, guck mal hier. Der wurde befördert. Beide wurden befördert. Juhu. Und können sich eine neue Operation auswählen. Netzwerk herstellen haben sie gemacht. Mhm. Aha, was können wir jetzt hier sehen? Und weil die befördert worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese höherwertige Operation durchführen, erhöht. Klasse. Na klar, super. 104 Energie würden wir gewinnen. Nehmen wir mit. Ist nicht so viel, dass wir dann... Ja, den nächsten auch gleich. In Tiangong. Ebenfalls. Energie abschöpfen, prima. Netzwerk eingerichtet. Quest. Okay, jetzt haben wir doch eine Quest bekommen für Agentenumtriebe. Wir sollen also auch einen Agenten nach Quyen schicken oder Quyen. Dann schicken wir einen von unserem Hauptquartier rüber. Mhm, na klar. Die anderen sind ja gerade noch beschäftigt. Ja. Alles klar. Mhm. Das hatten wir gerade schon, genau. Und das hier hatten wir auch schon. Genau. So, und jetzt ziehen wir hier ganz vorsichtig rüber. Mhm. So, und schicken wir aber noch mal einer drüber. Wo haben wir den Marine? Der ist nicht fix genug unterwegs. Den hier noch einen Kanonier schicke ich immer rüber. Ja, aber zwei Kanoniere auf einmal und dann beide, ja, von mir aus. Ja. Das hat eine etwas seltsame Kombination. Na gut. Also, clever ist es nicht. Hast du dir überhaupt schon Gedanken gemacht, wo du die neue Stadt haben möchtest? Noch nicht perfekt. Ah ja. Bautrop hat hier einen miasmischen Repulsor schon gebaut. Nein, werden wir noch bauen. Einen miasmischen Repulsor, einen geothermalen Brunnen, um die Planetenwärme abzuzapfen. Und mit dem Kolonisten, denke ich mal, da warten wir jetzt mal eine Runde ab. Das heißt, wir kuscheln mit dem Planeten und neben dessen Körperwärme auf. Darf ich noch eine Runde? Ja, klar. Wie darf ich noch eine Runde? Das ist der auf den grünen Pfeil klicken. Das ist doch ein Zwang. Nur eine Runde mehr. Na, ich denke an, Hutama sagt, er bietet uns offene Grenzen. Könnten wir ihm in der Zwischenzeit dennoch Krieg erklären? Ich denke schon, ne? Ja, aber warum sowas hätten? Er will durch unsere Städte durchziehen, damit er besser Krieg führen kann. Das können wir ja mal überlegen. Haben wir da was von? Nö. Wir machen das anders. Wir fragen mal. Obwohl, wozu brauchen wir einen Gefallen? Wissenschaft von ihm vielleicht. Vielleicht so 3 Wissenschaft pro Runde. Ich glaube, vielleicht wird er sich darauf einlassen. Oh ja, probier mal. Ja, genau. Netter Versuch. Netter Versuch. Nee, dann... Das machen wir nicht. Na, tschüss. Modell Pustekuchen. Mhm. Der kann uns mal gern haben. Schlachtenbummler. Diese Hooligans hier. Ja, haben sich hier gegenseitig mit dem Panzerfahrzeug... Die kämpfen hier um jeden Quadratmeter Boden und Miasma, den sie besiedeln können und beziehen können. Und jetzt ist er auch vor allem angelurcht hier mit seinen Rangern, die er da noch stehen hat. Mhm. Nächste Runde werden die von den slawischen Kampffahrzeugen überrannt. Handelskonvoi. Diepholz, da war der vorher unterwegs. Andere Möglichkeiten wären Mandira oder Saira. Saira ist zur Stadt geworden. Juhu, wird sofort von uns gepusht. Mhm, natürlich. Und, jetzt kommt. Und wir geben gleich noch mehr Energie aus in Saira. Wir kaufen uns dann nämlich gleich die Handelsstation.
Das ist eine Sache, die mir übrigens immer total viel Spaß macht. In der neu gegründeten Stadt als erstes mal reingehen und Gebäude shoppen gehen und gleichzeitig dabei massiv zu verdrängen, was die Gesundheitsanzeige am oberen Bildschirmrand rechts sagt. Das ist ja nur minus 9, das ist nur ein leichter Schüttelfrost. Also ich finde, das ist so ein Moment, den wir völlig auskosten sollten jetzt, diese Shoppingtour, die wir zu zweit unternehmen. Machen wir ja selten, mit anderen Männern mal zusammen shoppen gehen. In der Regel zwingen einen die Freundinnen dazu. Und das werden wir jetzt mal zu Beginn der nächsten Folge richtig auskosten. Aber Gebäude und Einheiten shoppen ist doch viel toller als Hosen und Schuhe shoppen. Vor allem Schuhe. Schuhe geht noch. Hosen ist schlimm. Ich mache unsere Let's Plays ja grundsätzlich und aus Prinzip und aus Trotz barfuß. Willst? Um Gottes Willen, ja. Ich mache unsere Let's Plays grundsätzlich ohne Hose. Das schneide ich aber später raus. Ciao. Tschüss.